Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Jetzt kommt gleich eine ganze Liste von Fragen, die alle von derselben Person stammen. Einer Person, die sich früher sehr, sehr rege beteiligt hat an der Diskussion in der Kommentarspalte. In letzter Zeit ist diese Person ein wenig ruhiger geworden. Und am Anfang meiner Reise oder vor der Reise, ne, als ich gesagt habe, bitte wartet mit euren Fragen bis zum Oktober, hat mir diese Person immer wieder Fragen gestellt. Frage für Oktober, Frage für Oktober. Ich schätze mal, dass ungefähr ein Dutzend solcher Fragen, bis ich sie dann irgendwann mal ausgeblendet habe. Ne? Nicht wegen der Fragen, sondern weil diese Person und einige andere sich nicht an meine Regeln, die damals noch galten, halten wollten. Und die Regel war damals, kommentiere nicht die Kommentare von anderen Leuten. Oder wenn du das tun willst, dann tu das unter dem angepinnten Kommentar. Den gibt es inzwischen nicht mehr. Ne? Und manche hielten sich, die meisten hielten sich an diese Regel, andere wollten das nicht oder sie hatten das dann immer wieder schnell vergessen. Wie dem auch sei. Ne? 3, 4 Leute habe ich dann während der Reise ausgeblendet. Inzwischen sind alle wieder freigeschaltet. Einer nannte das dunkelhaft, ne? Also insofern als du steckst da so im Dunkeln, als du kannst immer noch kommentieren, wenn du ausgeblendet bist und du siehst auch deinen Kommentar, aber kein anderer sieht dich und insofern reagiert auch keiner auf deine Kommentare, du bekommst auch nicht dein tägliches Herzchen vom Muho, insofern bist du im Dunkeln. Du siehst zwar alle anderen, du siehst selbst deine eigenen Kommentare, aber keiner sieht dich. Es sei denn, das haben auch einige gemacht, du schaffst dir einen neuen Account. Ne? Du meldest dich unter einem anderen Namen, vermutlich mit einer anderen E-Mail-Adresse, neu an bei YouTube und dann kannst du natürlich auch wieder kommentieren. Das hat, glaube ich, auch der eine oder andere so gemacht. Ne? Wie ich das in Zukunft machen werde, muss ich mir noch überlegen. Also ich habe jetzt keine festen Regeln. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich auch in Zukunft vielleicht mal den einen oder anderen wieder ausblende, beziehungsweise es gibt 2, 3, die da so rechtsradikales Zeug posten, die habe ich immer noch ausgeblendet. Ne? Was ich persönlich immer ein bisschen nervig finde, ist, wenn Leute fast täglich kommen auf diesen Kanal, aber nicht um irgendwas Selbstständiges zu posten als Kommentar, sondern die immer so abklappern. Und sich dann die aussuchen, wo sie das Gefühl haben, vermutlich, ne, der kennt sich überhaupt nicht aus und denen dann sagen, hey, du kennst dich überhaupt nicht aus. Das ist ja Blödsinn, ne? Und für mich wirkt das so ein bisschen wie ein Hund, der jeden Tag denselben Kurs geht und dann an jedes Bäumchen pinkeln muss. Ne? Oder vielleicht so wie die Zweit- oder Drittklässler auf dem Pausenhof, die als Erstklässler immer gemobbt wurden und dann, wenn sie jetzt endlich Zweit- und Drittklässler sind, dann suchen sie sich die Erstklässler aus. Und im Unterricht, da sind sie vielleicht ganz brav, aber dann in der Pause in ihrer Ecke, da suchen sie sich dann die Erstklässler, die sie mobben können. Ne? Manchmal wird es aus meiner Perspektive so und wenn ich das Gefühl habe, dass einer, der nur Negativität verbreitet, ne, und nichts wirklich zur Diskussion beizutragen hat, ne, und nur immer die ewigen Links zu denselben Clips, die wir inzwischen alle kennen, ne, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich irgendwann mal sage, hey, ohne dich ist nicht nur die Welt schöner, sondern auch die Kommentarspalte sehr viel schöner. Aber ansonsten, Kritik ist erlaubt. Ne? Allerdings, ich würde mich freuen, fokussiert eure Kritik auf das, was ich sage. Und ihr braucht nicht den Rest der Welt immer daran erinnern, dass ihr es sehr viel besser wisst als die anderen Kommentatoren. Ne? Wenn ihr glaubt, dass ihr es sehr viel besser wisst als der Muho, bitte lasst mich das wissen. Ne? Aber dass ihr schlauere Bücher gelesen habt als der Rest der Welt, wen interessiert's? Ne? Und was ihr da sonst noch alles für tolle Clips kennt auf YouTube, das interessiert wahrscheinlich auch die wenigsten. Aber jetzt endlich zu den Kommentaren, die wahrscheinlich auch inzwischen schon 2 Monate hier in meinem Fragenkatalog schlummern. Fragen für Oktober.
Entschuldigung, wenn ich wieder alles in Frage stelle, aber ansonsten hättest du ja keine Arbeit. Aber ich habe mir wirklich auch Gedanken dazu gemacht, dass ich diese Frage stelle. Also der Fragesteller hat sich auch selbst seinen eigenen Fragen gestellt. Das fordere ich ja immer wieder. Das Sitzen in mehreren Tagen, also vermutlich sind hier die sogenannten Sessions gemeint, das Sitzen in mehreren Tagen stelle ich mittlerweile in Frage. Hat es nicht was mit dem Ego zu tun? Wenn es mein Nachbar sitzen kann, kann ich es auch. Das kommt vor, ne, dass man dieses Spiel spielt. Ne? Ich kann länger sitzen als du, ohne mich zu bewegen. Mein Nachbar hat sich geschneuzt. Ich schneuze mich nicht. Wir spielen dieses Spiel, ne? Und das kommt auch beim Sesshin vor. Nicht nur beim Sesshin, aber beim Sesshin. Das hat aber auch positiv die Auswirkung, dass es den wenigsten, den allerwenigsten wahrscheinlich möglich wäre, alleine so intensiv zu praktizieren, wie man das auf einem Sesshin tut. Warum? Das Spiel, dieses psychologische Spiel, wenn der das kann, dann kann ich es auch. Obwohl es nur ein Spiel ist und als solches absurd. Dieses absurde Spiel hilft uns dabei, an die Grenze zu gehen und vielleicht dann noch loszulassen und diesen Schritt in den Abgrund zu tun. Ne? Aber vollkommen richtig. Wir spielen dieses Spiel und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, ne? Dass man selbst auf dem Kissen, wenn man glaubt, gut zu praktizieren, weil man sich nicht bewegt, während alle anderen sich bewegen, dass man selber immer noch das Ego-Spiel spielt. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Ist das nicht mehr ein Gruppenzwang, dieses lange Sitzen? Man kann es einen Gruppenzwang nennen, aber wie gesagt, ne, es hilft. Es ist die Hilfe der Sangha. Die Sangha hilft dir. Und eben deshalb, ne, also man wird ja immer wieder gefragt manchmal, wenn man einem sagt, hey, lauf leiser, gib acht, wenn du die Tür schließt, das lärmt, du nervst deinen Nachbarn und mach Gassho hier, mach Gassho da. Und dann fragt man, warum die ganzen Gasshos, ja, aus Respekt für die Sangha. Und dann fragst du ja, warum Respekt für die Sangha. Das sind doch alles Arschlöcher. Das sind doch alles Typen wie ich. Warum Respekt für die Sangha? Das ist doch alles Gruppenzwang hier. So kannst du es auch sehen. Oder umgekehrt, ohne die Sangha wärst du schon lang nicht mehr auf deinem Kissen. Ohne die Sangha hättest du schon längst den Weg verloren. Insofern ein bisschen Respekt, ein bisschen Demut ist vielleicht auch angebracht. Ich selber habe auch schon lange gesessen, alleine zu 5 Stunden am Tag. Ne? Das geht auch, aber es erfordert eine Menge Disziplin und selbst mit sich alleine kann man ja das Spiel spielen. Man muss ja gar keinen Nachbarn. Gestern habe ich 4 Stunden gesessen, heute habe ich 5 Stunden gesessen. Heute war meine Praxis besser und ganz alleine. Ich brauche noch nicht mal die Sangha. Aber schon wieder spielst du das Ego-Spiel. Zweite Frage. Kann auch ein dicker Mensch so lange sitzen? Ich wiege 82. Weiß nicht, ob das schon als dick gilt. Aber früher, da wog ich am Anfang, als ich nach Antashi kam, so um die 70. Es war schon leichter. Je weniger Speck man hat, nicht nur am Bauch, sondern auch an den Beinen besonders, desto einfacher ist es zu sitzen. Ne? Und ich weiß nicht, wie schwer der Fragesteller ist. Ne? Wenn du ein Gewicht hast im dreistelligen Bereich, könnte mir schon vorstellen, dass sich das negativ auf die Sitzerfahrung auswirkt. Kann ein dicker Mensch trotzdem sitzen? Vermutlich ja. Aber es wird einen Unterschied machen. Ne? Und das ist natürlich deine Frage. Also wenn du das Gefühl hast, du bist zu dick, kannst du trotzdem sitzen? Macht es einen Unterschied, wenn du ein bisschen abnimmst? Wenn die Antwort ist ja, ja, überleg dir, ob du vielleicht abnehmen willst oder ob es dir egal ist. Du sagst dir, ich esse lieber ordentlich, dazu stehe ich, ich bin der ich bin. Ich bin vielleicht ein bisschen schwergewichtiger als der Rest der Bevölkerung, wen juckt's? Und das Sazen fällt mir dadurch nicht leichter, aber ein bisschen Schmerzen, extra Schmerzen sind mir wichtiger. Ich möchte doch nicht anfangen, eine Diät zu machen.
Das ist deine Frage, die du selbst zu beantworten hast. Dritte Frage. Warum immer in festen Gebäuden? Warum nicht in der freien Natur? Ja, komisch, dass du mir die Frage stellst, denn ich sitze hier in Osaka praktisch nie in festen Gebäuden, sondern immer draußen in der freien Natur. Andere machen das, glaube ich, auch so. Also ich war ja in Halle beim Dirk, da haben wir drinnen gesessen, aber es gibt auch in Halle eine Gruppe, die draußen sitzt. Das geht auch. Wie der Fragesteller selbst schreibt, Jesus meditierte in der Wüste. Buddha meditierte im Wald, vor dem besonderen Baum, den Namen weiß ich nicht mehr weiß. Das war der Bodhi-Baum, ne? So genannt, weil der Buddha darunter erwachte. Der Baum des Erwachens. Wobei man natürlich sagen muss, dass sowohl in Israel als auch in Indien ist es wärmer. In Japan ist es nicht so warm wie in Indien und in Israel, aber immer noch wärmer als in Deutschland. Wenn du in Deutschland in Ende Dezember oder im Januar sitzt, dann musst du dich schon warm anziehen. Aber natürlich geht es auch. Ich mache das ja selber. Ne? Man muss nicht drin sitzen. Man kann auch draußen sitzen. Man muss aber auch nicht draußen sitzen. Nur weil der Buddha und der Jesus das so gemacht haben, darf man trotzdem auch drin sitzen. Ne? Jedem das Seine, würde ich sagen. Okay, erstmal soweit. Da gibt es noch einige mehr. Aber ich mache hier mal einen Cut und beim nächsten Mal geht es weiter mit diesen Fragen. Danke fürs Zugucken, danke für eure Kommentare. Wir sehen uns. Tschüss.